Dach zusammen. Viele Märchen der Gebrüder Grimm beginnen so. Es war einmal ein armer Weber, dem wurde ein Knäblein geboren. Und genau so könnte folgende Geschichte beginnen, die wie ein Märchen klingt, allerdings historisch wahr ist. Am 17. Mai im Jahre des Herrn 1821 wurde im Schwabenland einem armen Weber ein Knäblein geboren, dem er den Namen Sebastian gab. Das Knäblein wuchs heran und hatte zwei große Ziele. Einmal, er wollte Priester werden. Und das zweite Ziel war, er wollte sich seiner großen Leidenschaft der Naturheilkunde widmen. Und beide Ziele gingen in Erfüllung. Er wurde Priester, Beichtvater in einem Kloster für Dominikanerinnen und er wurde der vielleicht berühmteste Naturheilkundler der Welt. Und wenn ich euch den Nachnamen dieses Mannes nenne, wisst ihr natürlich sofort, wer es war. Kneipp. Sebastian Kneipp wurde fast ein Guru der Naturheilkunde, denn aus aller Welt strömten die Menschen zu ihm, um seine berühmte Wasserkur an sich vollziehen zu lassen, damit sie geheilt wurden. Ja, sogar der Papst in Rom unterzog sich der Wasserkur von Pfarrer Sebastian Kneipp. Was dabei oft übersehen wird, dass er in seinen berühmten 5 Säulen für die Gesundheit eine Säule nannte, die überhaupt nichts mit dem Körper zu tun hat. Seine 5. Säule war Ordnung der Seele. Das heißt, dass er als wesentliche Kraft auch für die körperliche Gesundheit die geistige, die seelische Gesundheit ansah. Und für gläubige Christen ist die größte seelische Kraft, die größte geistige Kraft der Heilige Geist, das heißt die Kraft Gottes, die das ganze Universum durchweht und deren Hochfest Pfingsten genannt wird. Dazu fällt mir immer eine faszinierende Geschichte aus den fernen östlichen Ländern ein, aus jenen Ländern, wo der Buddhismus noch nicht staatlicherseits verboten ist. In diesen Ländern gehört eine Unterweisung in Buddhismus zu jedem studentischen Lehrgang, natürlich auch bei den Ärzten. Jetzt stellen wir uns also vor, die Studentinnen und Studenten, die ihr Medizinstudium beginnen, sitzen alle im großen Audimax und zum ersten Mal kommt der buddhistische Lehrer. Und er stellt den Studenten immer dieselbe Frage. Wenn Sie mal Arzt oder Ärztin sind, was wird Ihr alleroberstes Ziel sein? Und die Antwort ist immer dieselbe. Das oberste Ziel wird sein, den Patienten, die Patientin zu heilen. Falsch, antwortet der buddhistische Lehrer. Wenn das oberste Ziel ist, ihre Patienten zu heilen, ist ihre Enttäuschung schon vorprogrammiert, denn sie können nicht alle heilen. Und erstaunt fragen die Studenten zurück, ja, aber was soll denn dann unser oberstes Ziel sein? Und er antwortet, es muss etwas sein, was theoretisch immer möglich ist. Das oberste Ziel sollte sein, sei gut zu deinem Patienten. Begegne deinem Patienten mit Liebe. Und das Paradoxe ist,
dann ist die Heilungsquote höher. Auch im Buddhismus wird erkannt, dass die stärkste Kraft des ganzen Universums eine geistige Kraft ist, der göttliche Geist. Denn im Garten des Lebens ist diese geistige Kraft der Liebe der tiefste und beste Dung. Heiliger Geist, erfülle uns, bittet der bergische Jung.